Ja, moin moin meine lieben Oldtimer-Freunde und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Episode auf der Old Valley Farm mit unserem lieben Opa Siegfried. Mit dabei ist wieder der liebe Manu. Moin moin. Und ich, der Samu. Samu, wir sind hier immer noch am Werkeln mit unserem Baum, wa? Der... Ja, das kriegen wir schon noch. Der schon in 1000 Einzelteilen ist. Den müssen wir jetzt irgendwie, also den dicken Stamm müssen wir jetzt da irgendwie nachkriegen. Ja, ich würde sagen, so wie wir es sonst auch immer gemacht haben, über den hintersten Shot und dann so rüberziehen. Ne? Ja. Jetzt schauen wir mal. Ja. Leiderkran. was meinst du, was sollen wir mit den kleineren? Die schmeißen wir in den Container, wa? Ja, genau. Ja. Die können wir da ja, die können wir so ja nicht gebrauchen, ne? Die können wir dann irgendwie mal zerschreddern oder so, oder wir nehmen die dann mal mit auf dem Anhänger, weil früher oder später müssen wir die Baustelle dann auch wieder hier räumen, ne? Ja. Oder wir machen einfach Kaminholz draus. Das können wir auch machen. Ja. Samu, ich würde gleich sagen, dass du dann im Opa Siegfried eben anrufst und mit ihm die weitere Vorgehensweise dann halt besprichst. Samu. Ja, das werden wir dann nachher mal gucken. Kannst du gleich einfach mal anrufen. Ich meinte, er müsste, ja, kurz vor Mittagsstunde ist er, aber er müsste... Aber ich weiß jetzt nicht, wo ich denn schon wieder mein Handy habe. Ja, das... Hast du dein Handy? Nee. Hoffentlich hast du dein Handy, sonst gebe ich dir mein. Warte mal. Ja, weiß ja, du kannst ja immer so gut mit Opa Siegfried reden. Du dash hier, mal... Was? Weiterbaggern. Aber, ich finde jetzt echt nicht mein Handy. Wo hab ich? Ach nee, das ist im Auto. Das hast du im Auto gelassen? Ja. Ach. Du wolltest mein Auto wegfahren. Ja, ich kann ja nicht zugleich beide Fahrzeuge fahren. Ach, naja. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, wir fahren jetzt den vollen Trailer einfach zum Hof und Opa Siegfried und beziehungsweise. Warum schneidest du die hier noch kaputt? Ja gut, die können ja noch im Container, wa? Ja, oder du tust jetzt die kleinen Stämme noch drauf. Ich weiß nicht. Oh. Kann man ja noch. Nein, die längeren, die nehmen wir dann so mit. Wie kann man den Arm dann nochmal bewegen? Ne? Weißt du, nur den Arm. Den Arm hast du irgendwie geknickt. Da ist ach so, unterm, mit Mausrad so. Ja, da ist unterm Controller noch ein Knopf. Nicht unterm Controller, unterm Joystick noch ein Knopf. Ja, hab ich gesehen. Ja. Ich bin früher immer sonst Dosan gefahren, weißt du, die haben die Steuerung ja ein bisschen anders mit den... Das Dosan ist ja... Ich weiß nicht, Dosan baut eigentlich keine Mini-Bagger so weit, wa? Ja. Die bauen ja etwas größer. Gut aus. So. Bisschen hier die Zange lenken. Nach links. Lenken? Bin ich schon an der anderen? Oh, warte mal. Bist du an der Runge? So? Ja. Nee, ja, ich hänge aber trotzdem irgendwo. Vorne an der Runge, du musst die Zange drehen. Ja, ich... Hä? Ja, die Zange ach musst so, drehen. Ach so, da bin ich. Andersrum drehen, ja, ich drehe genau verkehrt. Der Bagger steht zu weit weg. Ja, genau. Stopp! Samu! Fährst du gleich 100 Meter weiter rückwärts. Oh Junge, das ist... Du kriegst das hin. Ja, du hast den Bagger halt verkehrt hingestellt. Das ist alles. Das Schild muss immer vorne sein. Nee, aber man hätte ihn andersrum fahren können. Dann hätte man ja durchgehend fahren können. So. Muss ihn anders hinstellen. Und diese Rundumleuchte, die muss ich mal ausmachen. Bleib doch einfach mal stehen. Samu, einfach stehen bleiben. Hast du die anderen jetzt auch schon durchgeschnitten? Nee. Och, alle sind halbiert. Ja, der andere am Haufen auch? Nee, der noch nicht. Was sagen? Kannst du den neuen machen, dann kann ich die auch zu zweit nehmen, oder? Oh. Da bin ich aber gespannt. Ach. Ja, jetzt mal. Jetzt habe ich mich schon da. Ja, du weißt ja, wie das ist. LS17 mit Forst. Komm nicht auf den Hänger drauf. So müsste es gehen. Guck, Samu, und dann fährt man so. So, siehst du, so seitlich, guck mal. Und dann fährt man so hoch. Oh, nein, also. Natürlich nicht so hängen bleiben, ne? Ja, natürlich. So. Guck mal, dann fährt man so rauf. Ah, so. Ja. Ja. So einfach ist das. Ja, genau. Oh.
Ja gut, einfach ist das nicht. Einfach war Forst im LS17 noch nie. So. Ja, guck. Können wir die anderen beiden, glaube ich, auch zu zweit, wa? Schmeißt einfach so rauf. Sabu. Mach dir nicht dein... Schmeiß andere Seite Steht. Schon wieder runter. Na, der ist drauf. Ah, muss aber ein bisschen besser noch machen. Oder? Doch. Doch, der ist drauf. Nee, weißt du? Ja. Asche. Daneben! Ja. Warte doch erstmal. Ja gut. Die Ste? Das geht schneller mit Hand als mit Bagger, ne? Ja. Hey, du... Aua! Ja, jetzt hast du... Toll, jetzt ist ein Sprung in der Scheibe, Samu. Ja, super. Plexiglas, das ist nicht so teuer. Plexiglas, ne? Ja. Aber lass mich die anderen beiden noch mit Bagger machen. Samu. Jetzt muss die Scheibe hier wieder austauschen. Ah ja, da habe ich eh eine Ersatzscheibe daheim. Ja, trotzdem. Muss ja nicht sein. Naja. Diese beiden noch eben und dann ist der Anhänger sowieso voll. Ja. Versuchen wir eben noch eben den Baumstumpf. Ich habe den Baumstumpf unten gerade noch abgeschnitten, ob wir den noch... Hoppala. Noch ein bisschen hier... nein, lass den erstmal so, Samu. Bitte, lass den... Samu. Geht überhaupt gar nicht. Der Junge kann... Doch, ich habe den schon, glaube ich. Müsste eigentlich so weit... weil wenn man den anhebt, dann zeigt er an, Objekt zu schwer. Also? Na, warte. Sind andersrum drehen. Zieh mal die Wurzeln da raus. Ja, ich versuch's gleich mal. So. Ansonsten machen wir das, wenn wir hier den größeren Bagger. Ja, das müssen wir sowieso mal ein bisschen drumherum freigraben und dann die Wurzeln. Ja. So. Hast du überhaupt Spanngurte dabei, Samu? Ja. Ja? In dem Bagger denn? Achso. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass sie in dein Auto liegen. Nein. So. Du bewegst den ganzen Anhänger, ja. Ich habe zu viele Spiegeleier gegessen. Alter, ich krieg den Stamm nicht auf. So, da versuche ich nochmal den zu greifen, so ein bisschen. Ja? Aber ja? Ich glaube, der Bagger... Ja! Ui! Oh, der reißt ihn so weg, hier! Oh, Satan! Ja, siehst du? Wahnsinn! Hier, trotzdem, dass er 13 Jahre alt ist. So, warte mal, Wollen wir den noch mitnehmen oder im Container schmeißen? Weißt du den Container? Ja, aber den kriegen wir ja nie zerschreddert. Ach, freilig. Nee. Ich krieg das. Oh, nein, nicht so ruckartig, bitte. Wo ich mit dem Bagger nochmal herkomme, ich glaube, ich krieg das nicht auf den Trailer noch. Aber ich würde sagen, den nehmen wir jetzt noch. Warte, der kann eigentlich vorne machen, ne? Aber nee, höher kann ich nicht, ne? Oder doch? Aber oh, warte mal. Nee, der krieg ich da nicht hin. Hier, nimm den nach. Nein! Da doch. Samu, bitte, mach doch erstmal nichts. So. Ja, das sieht aus als Top auf. Samu, krieg doch bitte ihm runter. Ja, ich würde eigentlich gerne gurten. Nee, jetzt doch noch nicht. Und ja, genau, da soll er hin. Natürlich. Ja, wieso? Ich wollte ein bisschen mehr an die Kante, damit man das gleichmäßig schön festgurten kann, weil wenn er mitten in der Mitte drauf ist, dann ist auch scheiße. In den Stamm da mal. So. Kriegst du den nicht drauf? Hoppala. Nee. Was ist deiner so ruckartig, Sam? Ja. Ja, das ist... wirklich, bewegt man ein bisschen die Hebel nach vorne hin, dann schießt ist er nach vorne hin. Ist bei den Minibuggern so? Nee. Oh. Ich kenne das eher mit sanftem Lauf. Wow. Deine Zange ist kaputt, Sam. Eindeutig. Natürlich. Und der Baggerfahrer ist bis auf LOL. Die Zange ist kaputt. Ja. Die Zange greift nicht mehr. Ist bis auf ja. Ich denke, du weißt, Sam, den schmeiß ich so drauf. Puh. Dann wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen, doch. Guck! So macht man das. So.
vielleicht noch ein bisschen so. Guck. Nein, nein, warte mal. Den müssen wir noch ein bisschen zurechtstupsen. So. Jetzt Samu, lass das bitte. Wir machen da weiter nichts dran. So. Gurten. Ja. Hey, du bist unter den. Wie gurtest du das eigentlich fest, Samu? Das ist eine Ladungssicherung, da kann man ja. Nee. Wow. Ja gut. Ja, fahr da ruhig wieder in die Probe rein. Glauben wir unseren Minibagger noch. Den würde ich ehrlich gesagt noch ein bisschen stehen lassen, glaube ich. Den können wir ja sowieso jetzt noch nicht abholen, weil wir haben ja eh eine Maschine nur. Wie machen wir das denn jetzt überhaupt mit dir denn? Ich mach hier Pause. Ich mach Feierabend. Pause und Feierabend gleichzeitig. Das ist doch was. Ja, ich meine, du kannst den Bagger ja noch sauber machen, so ein bisschen und abschmieren, oder nicht? Der ist doch schon geschmiert. Ja, was weiß ich. Passt alles. Und der steht jetzt lostuckern. Ja. Oder was? Was fällt dir noch ein? Samu, was hast du eigentlich mit dem Frontlader hier jetzt wieder gemacht? Hä, der war schon so. Ja, genau, natürlich. Nimm mich mit! Warum kann ich nicht einsteigen? Ja, Kindersitz ist viel zu klein. Du passt hier doch gar nicht hin. Ach, Mensch. Ich fahr ohne dich. Ich lass dich einfach allein. Tschüss, Samu. Ja, tschüss. Tschüss. Irgendwann. Ich hoffe, er hört mich nicht über Funk. Natürlich höre ich dich. Oh, uiuiui. Was? Nee, du hast nichts gehört. Natürlich höre ich dich. So. Ach ja. Hey Samu, warte mal, dann bleib da mal erstmal. Ich fahr zum Hof hin und dann hol ich unser Spaßmobil. Dann hol ich dich ab, okay? Oh Gott, deswegen hol doch lieber mein Auto. Mach was Sinnvolles. Oh ja, stimmt. Ja, dann stimmt, hätten wir doppelt fahren müssen. Hey. Ach, das war speichern. Ach ja. Du meinst das Auto jetzt und holen? Ja, das Auto. Und das soll ich laufen. Ich glaube, wenn ich laufe, bin ich schneller. Laufen? Lauf querfeld ein. Ja, mach aber nicht die schöne Ernte hier kaputt. Ja gut, dann lauf. Ja, jeder Gang war schlank, ne? Sagt man doch so gern, oder nicht? Oh, ich glaube mittlerweile bist du schneller beim Laufen, wenn ich mit dem Trecker im Berg an Hof fahre. Ja, die Autos hupen auch schon hinter mir. Dass sie nicht einfach überholen, die Autos. Merk Spaß. Oh, bergab geht's wieder schneller. Da muss ich Kupplung treten. Da geht's doppelt so schnell. Ah, die Sonnenblumen sind schon fertig. Ja. Ja, Mais ist jetzt auch ordentlich gewachsen in letzter Zeit. Ne? Wir haben jetzt ab und zu mal ein bisschen Regen hatten wir hier noch. Das ist unglaublich, wie Mais in die Höhe geschossen ist in letzter Zeit. Dann müssen wir das dann jetzt auch irgendwie so weit mal vorbereiten. Nicht, dass wir dann kurz vor der Maisernte hier stehen und dass wir dann nichts haben. Weißt du, ich meinte. Wir müssen dann gucken, wie das passt mit dem Schlüter, mit der Rückfahreinrichtung. Haben wir ja zuvor noch nie gemacht, ne? Nicht, dass wir dann irgendwie kurz vor der Maisernte stehen und dann passt alles nichts, ne? Mhm. Da müssen wir dann schauen, dass wir das eben fertig kriegen soweit. Nee, jetzt muss ich auch noch schwimmen. Wie schwimmen? Schwimmen grad. Oh Mann. Überm Graben, oder wie? Ja. Kannst du da nicht rüberspringen? Ja. Nee, der ist ein bisschen zu groß, der Graben. Was für ein Graben ist denn das? Aber hey, die Landschaft sieht sehr schön aus. Ja. Und wenn du da bist, dann stinkst du richtig nach Google. Oder nicht? Wer wird als erstes da sein? Manu, du, ist doch klar. Ich weiß nicht. Ich hab jetzt schon noch ein bisschen was. Ja. Laufen. Ja, ich muss außen rumfahren. Jetzt bist du gerade mitten im Wald. Und ich fahre ja auch vorsichtig, ne? Ich fahre ja nicht Alter, jetzt mit. Hier ist ein Meteor. Was ist da? Ein Meteor. Ja? Ja. Der glüht ja richtig. Was? Das kann. Ja? Hier in Old Valley? Ja? Das glaube ich dir nicht. Oh? Das glaube ich dir nicht. Alter, da ist ein UFO. Ein UFO, Samu, jetzt hast du aber auch getrunken, ne? Der erzählt uns einem vom UFO.
Das Sabo. Ja, UFO und Meteor. Meinst du mitten im Wald oder wo? Ja. Da müssen wir gleich mal hinfahren. Ist er jetzt wirklich oder veräppelst du mich nur? Ja, ich veräppel dich. Ach Samu, was sollen wir mit dir nur machen? Das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal, Samu. Ich bin schneller gelaufen als du. Fahren dich. Ja und, war ja klar. Du bist noch beim UFO stehen geblieben. Die haben dich hier noch her teleportiert. War doch klar, dass du schneller bist. Ja. Oh, oh, oh. So. Steigschein. Wo sollen wir hin? Ja, zum Shop. Ich dachte, wir holen den Tieflader. Nee, das machen wir nach dem Mittag. Ich würde sagen, dass wir erstmal Mittag machen. Okay. Ja, wieso nicht? Ja, eine Viertelstunde hätten wir noch. Ja, komm, die 15 Minuten, da gibt's zwei Tassen Tee mehr. Dann gehen wir im Bauwagen. Im Bauwagen? Ja, Mittag mal. Ja, ich wollte eigentlich. Ja, gut. Ach ja. Du sitzt auf meinem Platz. Aussteigen. Ist doch egal. Du sitzt auf meinem Platz. Danke. Oh mein Gott. Jetzt setz dich doch neben mir. Jetzt will ich auch nicht. Wie? Das ist ja was. Naja, machen wir erstmal zu. Kamin? Ne, Kamin braucht nicht an, ne? Nee. So, Licht aber an. Sonst ist es so dunkel hier. Ne, aber so, das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde uns wahnsinnig freuen. Und dann würden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Haut rein.